Herzlich willkommen zum Konzepttest 40 partielle molare Größen. Dieser Konzepttest beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen dem partiellen Molvolumen und idealen Mischung. Dabei lautet die Frage, ob das partielle Molvolumen bei idealen Mischung a gleich dem Molvolumen der reinen Komponente ist, b größer als das Molvolumen der reinen Komponente ist oder c kleiner als das Molvolumen der reinen Komponente ist. Dazu ist zu klären, was überhaupt eine ideale Mischung ausmacht. Ideale Mischungen haben keine Mischungseffekte beim Mischen der reinen Komponenten. Dies bedeutet, sowohl Temperatur und Volumen bleiben bei konstantem Druck beim Mischen gleich. Dazu kommt, dass sich thermodynamisch wichtige Größen wie Enthalpie oder Wärmekapazität additiv aus den Werten der Einzelkomponenten multipliziert mit den jeweiligen Stoffmengenanteilen zusammensetzen. Zu diesen idealen Mischungen kann es also nur kommen, wenn sich die Komponenten chemisch sehr stark ähneln. Dies führt dazu, dass die partiellen Molvolumina gleich der Molvolumina der Einzelkomponenten sind. Folgendes Beispiel beschreibt eine ideale Mischung. Toluol und Benzol verhalten sich als Mischung ideal. Das Molvolumen der Mischung setzt sich aus den einzelnen Molvolumina der Ausgangskomponenten zusammen. Gibt man nun ein weiteres Mol Toluol in das Gemisch, erhöht sich das Volumen des Gemischs genau um den Wert des Molvolumens von Toluol, also 104 ml. Andersherum ist es, wenn man ein Mol Benzol in das Gemisch gibt. Auch hier erhöht sich das Volumen um das Molvolumen von Benzol, welches 88 ml beträgt. Anders wäre es beispielsweise bei Ethanol und Wasser. Das Molvolumen von Ethanol beträgt 58 ml pro Mol und das Molvolumen von Wasser beträgt 18 ml pro Mol. Gibt man nun in eine 50-50-Mischung aus Ethanol und Wasser 1 Mol Ethanol, erhöht sich das Volumen der Mischung um nur 57 ml. Und gibt man 1 Mol Wasser in diese Mischung, erhöht sich das Volumen um nur 17 ml. Das partielle Molvolumen bei idealen Mischungen ist also gleich dem Molvolumen der reinen Komponenten aufgrund der Eigenschaften der idealen Mischung. Die Wechselwirkung zwischen den Teilchen verschiedener Sorten sind gleich der Wechselwirkung zwischen den gleichen Teilchen. So kommt keine Veränderung der partiellen Molvolumina zustande. Daher ist Antwort A richtig und die Antworten B und C sind falsch.